Das Beste am Norden sind unsere Schweine. Also ich renne durch den Wald und plötzlich stehe ich am Meer. Also nee, da ist kein Strand, sondern ich stehe mitten im Meer. Und ich gucke runter und unter mir ist eine tote Frau. Und dann sehe ich, dass da ein roter Koffer auf den Wellen treibt, am Horizont. Und dann wache ich auf und das geht jetzt schon seit Wochen so. Und ich weiß nicht, ob das mit meiner Flucht aus der DDR zu tun hat oder ob ich das einfach nur träume und ja, ich krieg das nicht. Wenn Sie das als Gefühl beschreiben müssten, wie wäre das? Als Gefühl. Klein. Ängstlich. Könnte das vielleicht was mit Schuldgefühlen zu tun haben? Hey! Das waren ungefähr 5 Mal! Ich hab doch gesehen, es waren 2. Kannst du mal aufhören, Samuel? Aber Angel ist so langweilig! Ja, wenn man die ganze Zeit mit Steinen rumwirft, fängt man nicht, weil sie nicht anbeißen. Ich rede nichts! Hör doch mal auf! Setz dich da hin jetzt! Worauf habt ihr denn Bock? Mallorca! Cola! Cola? In der Scheiße ist nur Zucker drin. Mama hat gesagt, du sollst nicht Scheiße sagen. Denn Mama ist aber nicht hier. Also gut, packt euren Scheißkram zusammen und dann gehen wir ein Scheiß Eis essen. Ja! Yeah! Ey, ich will ein größeres Eis. Ich will älter. Nein, ich, aber. Jetzt hört doch mal auf, ich will beide ein Eis. Warte, warte, warte. Fuck! Müssen wir jetzt aber einen Schrecken angejagt, du? Hallo. Oh. Hast du Aua? Ha? Bist du verletzt? Wo ist denn dein Papa? Oder deine Mama? Mama. Was ist mit deiner Mama? Mama. Jungs, ihr bleibt im Auto. Knöpfe runter. Wir wollen aber mitkommen. Was ist eigentlich mit dem Eis? Das ist kein Spaß. Rein, Knöpfe runter, Fenster hoch. Meins auch. Stehen. Komm wieder, ja? Hallo? Hallo? Warum seid ihr nicht im Auto? Wir hatten Angst, allein. Komm, mach uns schön hin. Hier sieht's aus wie ein Schwein.
Ja, lass sie rein. Moin. Moin. Frau König. Schade, dass Röder nicht da ist, ne? Wir haben mit Sicherheit eine Beförderung gewesen, Tisa. Der, denn ich denke, der hat Urlaub. Ihre Männer kommen klar, es geht auch mal ohne sie. Ich brauche die hier und sie auch. Beim Angeln Fische totschlagen? Nee, danke. Ist nicht lustig. Hier liegt eine Frauenleiche im Wald. Köschelt, Tiesler, Kardiokanal anrücken. Und ich brauche dringend einen Krankenwagen. Wo? Okay, sind unterwegs. Bis gleich. Was ist denn los, Katrin? Euer Chef hat sich eine Leiche geangelt. Warum ruft er jetzt dich an, Frau König? Also, das LKA? Er mag mich. Volker, guck mal. Kannst du mal die Jungs ins Revier bringen und Vivien holt die da ab. Und warum machst du das nicht selber? Du bist nicht im Dienst, du hast Urlaub. Ich muss ins Krankenhaus zu dem Mädchen. Ja, okay, mach ich. Die Schlüssel. Steckt. Hast du was für mich? So, hier, Studentenausweis. Julia Wenning, 7.8.83 in Rostock. Die Kleidung ist unversehrt, keinerlei Kampfspuren, das spricht gegen einen Sexualmord. Na, Raubmord, was auch kann, ist noch alles da. Im Moment würde ich sagen, das Opfer hat den Täter gekannt. Affekttat, sieht nicht geplant aus. Sehe ich auch so. Was hat das Kind gesehen? Wir haben Kinderfahrrad gefunden, ich bin mir ziemlich sicher, dass das von der Kleinen. Echt? Ja, allerdings ziemlich weit da hinten drin. Ist er abgefahren. Ja, komisch, du. Hast du mit Verstecken gespielt oder sowas? Versteckspiel mit Fahrrad? Das nennt man Fahrrad-Cross-Verstecken. Was ist, wenn das Mädchen den Täter gesehen hat? Na scheiße, hat der Täter das Mädchen auch gesehen. Ich fahre jetzt zu dir ins Krankenhaus. Nee, ich mach das, ich fahre hin. Wir machen das. Sie können an und gehen Eis essen, Sie im Urlaub. Nein, ich bin die einzige Person, die Sie kennt. Ich brauche Ihren Autoschlüsselwäsche. Das können Sie vergessen. Tiesler hat mal einen. Sie können doch mit Frau König ins Revier fahren, oder? Mitnehmen? Ja, mitnehmen. Ja? Was wird denn jetzt mit der Frau? Du, das ist nichts, womit du deinen kleinen Kopf jetzt irgendwie belasten musst, okay? Und Jungs, hört mir mal zu, ja? Jungs, was ihr da vorhin gesehen habt, ja? Das muss unter uns bleiben, das ist ein Geheimnis. Okay. Davon erzählt ihr nichts der Mama, sonst kriegt der Papa richtig Ärger. Okay. Okay. Indianer-Ehrenwort? Indianer-Ehrenwort. Was habt ihr denn für Geheimnisse? Was darf denn die Mama nicht wissen? Das sagen wir nicht. Na komm. Mama, wir haben eine echte Leiche gesehen. Ja, was? Vivien, lass uns rausgehen. Ich erklär's dir. Du brauchst Sascha gar nicht in Schutz nehmen. Der kümmert sich mehr um ein wildfremdes Mädchen als um seine eigenen Kinder. Wieso lässt er die beiden nach so einem Erlebnis alleine? Die Jungs haben das wirklich gut weggesteckt und außerdem waren sie ja nicht alleine. Du weißt ganz genau, was ich meine. Die Arbeit ist ihm immer wichtiger. Sogar wenn er Urlaub hat. Entschuldige, ich bin nicht total tierisch. Nee, ist doch Quatsch, wie wir. Ehrlich, ich find's schlimm, wenn es dir nichts ausmachen würde. Ach, steht mir bestimmt super, oder? Total verschmierend. Ist nicht so schlecht. Ich kann den nicht an die Wand klatschen. Vivien, du kennst doch Sascha lang genug. Wenn er sich erstmal wo reingegraben hat, dann... Ich brauche einen Vater für meine Kinder und keinen Maulwurf. Danke, dass du dich um die Jungs gekümmert hast. Klar. Vivien, wenn mal was ist, also wenn du... reden möchtest oder so, melde dich einfach. Jederzeit. Mach ich. Indianer, ihr Wort? Jo. Also nee, keinerlei Verletzung oder Missbrauch. Es gibt nichts Auffälliges. Außer einem Schock natürlich. Und naja, sie redet nicht. Gar nicht. Kein Wort. Noch was? Ne. Okay, danke. Hallo. Bin ich wieder? Hey, ich übernehme jetzt. Danke dir. Tschüss. Na? Ist ein Schluck Wasser? Na, ich auch nicht. Also, ich heiße Sascha. Sascha. Und du? Wie groß bist du schon? Bist du schon so groß? Oder so? Du bist noch nicht so groß, oder? Nein, so groß bist du schon. Oh, entschuldige. Hallo?
Ich bin's. Wir wissen jetzt, wer der Vater ist. Ich bin schon auf dem Weg zu ihm. Dann warten Sie auf mich. Ich komme mit der Kleinen. Können Sie mir die Adresse schicken? Ja, mach ich. Danke. So. Wir fahren jetzt nach Hause. Zu deinem Papa. Kommst du mit? Also ich fahre da jetzt hin. Franzi? Franzi? Wer sind Sie? Wo ist Julia? Tag, mein Name ist Katrin König vom Landeskriminalamt. Bukow, Kripo Rostock. Sie sind der Renning? Ja. Wir haben Ihre Frau in einem Waldstück bei Rostock tot aufgefunden. Zum Quatsch, wir haben doch gerade noch, wir wollten eigentlich gerade, ich mache gerade Mittagessen. Da, mach doch rein, besser. Haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen? Heute Morgen. Und dann? Ich habe Franzi zur Kita gebracht und Julia sollte sie abholen. Nachdem Sie Franzi zur Kita gebracht haben? Arbeit. Architekten sind Kunden. Ich hatte einen Termin. Ich bin gerade nach Hause. Was arbeiten Sie denn? Softwareentwicklung. Ich bin selbstständig. Wir gehen im Moment davon aus, dass Ihre Frau den Täter gekannt haben muss. Haben Sie eine Ahnung, wer das getan haben könnte? Gab es Feindschaften? Hatte Ihre Frau einen Liebhaber? Wir haben uns geliebt. Meine Frau war Studentin. Was für Feinde soll man denn da haben? Franzi. Du hast noch gar nichts gegessen. Willst du uns was sagen, Franzi? War da jemand bei deiner Mama? Kannst du uns alles sagen, Franzi? Oh, ich habe einen Hunger. Ich könnte ein Pferd essen. Wollen wir beide ein Marmeladenbrot essen mit so dick Marmelade drauf? Wo ist denn die Küche? War das das Arbeitszimmer? Ja. Und sie hat hier übernachtet? Ja. Öfter? Nein, nur wenn sie viel gearbeitet hat. Darf ich mal? Hä? Ah, klar. Wissen Sie das Passwort? Nein, keine Ahnung. Ich nehme den mit zum Auswerten, ja? Kriegen Sie selbstverständlich zurück. Ja, ich habe keinen Schlüssel. Mein Kollege beigebracht. Ist das eine Freundin? Lisa. Wie heißt sie weiter? Die beiden studieren zusammen Jura. Ich kümmere mich jetzt um meine Tochter, ja? Anruf auf Ihrem Handy kam von einem Frank Frese. Der wohnt laut Meldestelle direkt dahinter, Hausnummer 31A. 31A? Übrigens, Vivian, die ist stinksauer. Da kannst du dich auf was gefasst machen. Scheiße. Okay, Vorgabe später, danke. Frau Wenning hat heute Nacht in dem Arbeitszimmer übernachtet. Ich denke nicht zum ersten Mal. Was hatten Sie von Herrn Wenning? Franzi hat so komisch auf den reagiert. Sie haben da was. Wo? Da. Hier?
So rein körpersprachlich hier. Das ist ja keine Trauer. Das ist Stress, Unwohlsein, Schuldgefühle. Ich glaube, ich organisiere mal einen Psychologen, denke ich. Frau König, das ist ein Kind. Die hat einen schlimmen Tag hinter sich, die sollten wir erstmal in Ruhe lassen. Volker sagt, der Nachbar war der letzte Anrufer. Wollen wir den mal besuchen? Ich denke, sie im Urlaub. Danach. Oh, sehen wir mal. Können Sie das mal ausmachen? Sieht das nicht aus? Ist neu? Ja, danke. Wir haben Frau Wenning heute Morgen in einem Waldstück bei Rostock tot aufgefunden. Ihre Tochter hat uns dahin gebracht. Mann, Mann, Mann. Das war schrecklich. Franzi hat so an ihrer Mutter gehangen. Julia war eine Supermutter. Ja? Soweit man das als Nachbar beurteilen kann. Sie haben kurz vor ihrem Tod noch mit ihr telefoniert. Ja, wir haben sie zum Grillen eingeladen. Ich habe noch den Couscous-Salat gemacht. Julia ist Vegetarierin. Wir haben uns öfter gegenseitig zum Essen eingeladen. Ich passe immer mal auf die Franzi auf. Haben Sie auch Kinder? Nee, wir haben einen Outdoor-Laden. Ein Outdoor-Laden? Ein Outdoor-Laden. Das Everest in der Grimmstraße. Wir testen gerade ein paar neue Zelte. Ist Ihnen denn bei dem Telefonat irgendwas aufgefallen? War Julia anders? Nee. Das Ehepaar Wenning, gab es da Streit oder so? Nee, also na, wie in jeder Ehe halt, ne? Die üblichen Reibereien, aber sonst... Was kostet so ein Dreimann-Zelt? Unterschiedlich. Unterschiedlich? 4, 5, 7, 9, 8. Hab ich. Hm? Hannes Stein. Ja. Wo? Wohnenstraße. Was? 38, ja. Das kann ja nicht geklappt. Kannst du zur KTU hin? Ich brauche das Passwort. Okay. Wo brauchst du das rein, weil du es bist? Ja, tschüss, Vater. Okay, nicht. Ja. Fluchthelfer. Bitte. Ja, danke. Das ist auch mal ein Fahrgefühl, ne? Nicht dein Ernst, oder? Schleichst du dich hier rein? Ich wollte dich nur nicht wecken. Meinst du vielleicht, ich würde gut schlafen, wenn ich weiß, dass unsere Kinder sich Leichen anschauen müssen? Mann, Vivian, ich fand's auch scheiße. Was hätte ich denn machen sollen? Lass uns morgen drüber reden. Ich bin müde. Und damit ist es für dich erledigt? Nein, ich will nur nicht jetzt drüber reden. Ich bin müde. Oh, Vivian. Oh, Mann, Vivian, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Entschuldigung, ich suche einen Professor Meiners. Ja, Juraabteilung im Hörsaal. Da? Mhm, der danke. Ja. Professor Meiners? Ja? Ich wollte eigentlich auch nur wissen, wie gut Sie sie kannten. Ich war Ihr Mentor. Sie hat ihr erstes Staatsexamen bei mir gemacht. Und im zweiten hätte ich sie dann auch noch betreut. Julia hatte eine vielversprechende Karriere vor sich. Ja? Extrem begabt.
Wie viele Jahre hat Julia studiert? 6 Jahre. 6 Jahre? Oder warst du bestimmt mal einen Kaffee trinken, oder? Oder im Kino, oder? Ich versuche mein Privatleben hier weitestgehend fernzuhalten. Kein Schnaps im Dienst. Kann man es auch sagen. Das ist nicht immer ganz einfach. Tja, wenn die Mädels so hübsch sind wie Julia. Ich habe ein Foto. Wer sind die andere Hübsche? Ja, das ist Lisa Schöning. Die hat in 20 Minuten Vorlesung bei mir. Schöning? Frau Schöning, ja. Ein schöner Name. Tschüss, Herr Professor. Tschüss. Danke. Natürlich freue ich mich, auf jeden Fall. Carlo, bleib mal kurz ran. Frau König, den Jungs in der KTU muss man einfach nur ein bisschen Druck machen. Und schon geht hier alles rucki-zucki. Super. Passwort ist Sterntaler. Okay. Und da hat es übrigens eine Menge Taler geregnet. Echt? Mhm. Danke. André, ich hol dich ab. Geht's Ihnen, der Kleine? Was glauben Sie denn, wie es ihr geht? Hat sie schon was gesagt? Nein. Nichts außer Mama, 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 Mama. Sie sollten unser Angebot der psychologischen Betreuung annehmen, Herr Wenning. Es ist Ihnen doch völlig egal, wie es Franzi geht. Wie es mir geht, ist Ihnen auch egal. Sie wollen nur wissen, was Franzi gesehen hat. Also verschonen Sie mich mit Ihrem Getue. Herr Wenning, im Moment wissen wir noch nicht mal, ob Franzi was gesehen hat. Dann lassen Sie sie doch einfach in Ruhe. Ich glaube, Ihnen ist das nicht so ganz klar. Traumatisierte Kinder verkriechen sich ganz schnell in so eine Art Höhle. Und dann kommen sie da so schnell nicht wieder. Ja? Ich habe euch was mitgekocht, Hühnchen mit Reis. Störe ich? Ja. Entschuldigung. Reis. Tschüss. Wussten Sie, dass Ihre Frau nach Hamburg ziehen wollte? Ja. Wir haben uns beide immer wieder umgehört. Umgehört? Aha. Hör auf wegen Jobs. Wollte Julia Sie verlassen? Nein. Dann wussten Sie nicht, dass sie einen Loft in Hamburg gekauft hat. Julia hat vor 3 Monaten aufgehört, für uns zu arbeiten. Nehmen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Frau Schelling, ja? Bringen Sie uns da bitte mal 2 Tassen Cappuccino. Zucker? Nee, Sie sind nicht der Zuckertyp, oder? Ohne Zucker. Ja, mach ich. Gab es denn einen besonderen Grund? Für Frau Wennings Ausscheiden. Julia Wenning war sehr kompetent. Zu kompetent. Was wir brauchten, war eine Aushilfe. Und Frau Wenning war eindeutig überqualifiziert. Sie hat aber mehr als 2 Jahre hier gearbeitet. Das finde ich jetzt ziemlich lang für jemanden, der eigentlich überqualifiziert ist. Ja, sie wollte es unbedingt. Dann haben Sie sich wahrscheinlich näher gekannt, oder? Nein, das näher kann man das nicht bezeichnen. Klar, redet man mal über andere Dinge, Familie, Kinder, aber alles immer eher oberflächlich. Ja? Der Termin mit Frau Schade fällt aus. Sie hat gerade abgesagt. Ja gut, stellen Sie trotzdem eine Rechnung für den Ausfall. Wo waren wir gerade? Ah ja, nein. Als näher kennen kann man das wirklich nicht bezeichnen. Trotzdem. Ein Jammer, so eine junge Frau. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Nee. Im Moment gerade nicht. Vielen Dank. So eine Scheiße. Vor 2 Tagen habe ich noch hier gesessen und mit dir gelacht. Ich war total beliebt bei den Kommilitonen. Die Professoren, perfekte Mutter, Vorzeigestudentin. Hatte sie einen Liebhaber? Wie kommen Sie denn darauf? Die haben in getrennten Betten geschlafen. Also, das ist entweder sehr modern oder die war nicht mehr so richtig der Kracher. Sie kennen sich ja anscheinend aus. Wie war denn Ihr Eindruck von den beiden? Stefan und Julia? Mhm. Er war nach wie vor verrückt nach ihr. Und sie auch nach ihm? Kinder können eine Beziehung ganz schön abkühlen lassen. Haben Sie Kinder? Ja. 2 Jungs. War Wenning eifersüchtig? Haben die sich gestritten? So genau weiß ich das nicht. Sie wollte weg.
Nein. Nein. Da ging es dir ja richtig gut. Komisch nur, dass sie nicht mehr lebt. Haben Sie noch Fragen? Sonst will ich noch zum Rest der Vorlesung gehen. Wenn Sie das können, dann möchte ich Sie nicht von Ihrem Unterricht abhalten. Alter Schwede. Hey Leute, für einen Kriminaloberkommissar gibt es genau einmal im Jahr die Chance, als Leiter einer Ermittlung Erfahrung zu sammeln. Und das ist genau dann, wenn der Fachkommissariatsleiter im Urlaub ist, ja? Und jetzt habe ich sogar noch das Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt ein Mordfall reinkommt. Was passiert? Bäm, Sie hopsen hier wieder wild durch die Gegend und machen einen auf dicke Hose. Ich mache nicht auf dicke Hose, ich bin die dicke Hose. Sie und Ihr Ego, ha? Mann, Sie sollten auf irgendeiner Ferieninsel sitzen und sich einen Sonnenbrand holen. Okay, können wir jetzt machen. Das ist doch wirklich scheiße. Ich meine, es wäre mein Fall gewesen. Echt, ja auch nicht ganz unrecht. Ist ja gut jetzt. Es tut mir leid, Herr Pöschel. Okay, Mord im Affekt. Kein Raubmord. Julia Wenning hat ihren Täter höchstwahrscheinlich gekannt. Ihr Mann kommt in Frage, denn sie wollte sich scheinbar von ihm trennen. Sie hat vor kurzem ein Loft in Hamburg gekauft. Nee. Und seit 3 Monaten arbeitet sie nicht mehr in der Kanzlei. Wusste Ihr Mann das? Normalerweise redet man nicht über sowas. Solange die Beziehung intakt ist, ja, aber... Ich habe mit der Firma Beitefeld gesprochen. Wenning war da, Alibi wurde von denen bestätigt. Aber wie geben das hier an? Nur der Oberste, die anderen Schalter sind kaputt. Toll. Irgendwas stimmt nicht. Ich meine, auf seinem Konto herrscht totale Ebbe. Allerdings bei ihr ist seit 4 Jahren ordentlich Bewegung auf dem Konto. Immer wieder größere Einzahlungen in bar. Und übrigens, sie überweist ihm Geld. Ist ja richtig modern. Oder, Frau König? Ich meine so gendermäßig. Wo kommen die Kohle her, Pöschel? Wissen Sie nicht? Sollten wir herausfinden. Ich finde, wir sollten die Kleine befragen. Auf keinen Fall. Ist viel zu früh. Ich finde, wir sollten die Kleine so schnell wie möglich mit einer Psychologin zusammenbringen, auch um ihr zu helfen. So eine Psychotante bringt gar nichts. Sie verschlimmbessert nur alles. Ja, das finde ich allerdings auch. Okay, habt ihr eine bessere Idee? Wir fischen ja ziemlich im Trüben. Ja, Geduld. Wie beim Angeln. Ist das die Hitze? Menopause? Also nicht meine Schuld. Lisa. Hast du das auch schon mit Julia gehört? Ich will die Themenstellung für Staatsexamen. Wie bitte? Du hast mich genau verstanden. Versuchst du gerade mich zu erpressen? Womit denn, bitteschön? Das weißt du. Wieder, mir steht jetzt wirklich nicht der Kopf nach so einem Quatsch. Das ist mir egal. Nimm dir die Zeit. Oder du hast bald mehr Zeit, als du lieb ist. An deiner Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Wäre doch schade, wenn dir das gleiche zustoßen würde wie Julia.
Was soll ich jetzt machen? Meine Tochter dreht durch. Wir haben Angst hier. Warum haben Sie denn die Terrassentür offen gelassen? Ich dachte, die wäre zu. Guck nochmal nach. Ja, und dann? Die stehen jetzt beide unter Personenschutz. Nacht ist bei den Wennings eingebrochen worden. Haben Sie was gesehen? Was? Durch die Terrassentür rein und raus. Muss direkt bei Ihnen durch den Garten gekommen sein. Nee, leider nicht. Ich habe einen ziemlich festen Schlaf. Ihr Mann vielleicht? Nee, der hat mir was gesagt. Oh Mann, hier in der Gegend ist noch nie eingebrochen worden. Tschüss. Ihre Frau hat seit 3 Monaten nicht mehr bei Kern und Partner gearbeitet, aber Ihnen trotzdem regelmäßig Geld überwiesen. Woher kam das Geld? Ich dachte von der Kanzlei. Nee, war nicht so. Waren Bareinzahlungen. 2100 Euro, 850 Euro, 3600 Euro, 470 Euro. Viel Geld. 4 Jahre lang. Ich habe keine Ahnung. Hat Ihre Frau noch einen anderen Job? Was weiß ich denn? Offensichtlich nicht sehr viel. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr. Kümmern Sie sich doch mal um Ihre Aufgabe, ja? Das tun wir, Herr Benny. Ja, danke. Der lügt doch. Mann, wovon will der denn ablenken, ey? Von viel Geld. Aber woher das her? Schwarzarbeit, Drogenhandel, Stricherei. Ah, ich weiß nicht. Na? Hunderennen. Echt? In Rostock? Der Telefon klingelt. Nee, das ist nicht meins. Meins auch nicht. Ja? Haben Sie einen Schlüssel für den Wagen da? Ich hab's. Hallo? Aufgelegt. Kennen Sie das? Nee, noch nie gesehen. Moin, Kollege. KK König hier. Sag mal, kannst du mir mal die Benutzerdaten von dem Handy weiterleiten, von dem ich gerade anrufe? Genau, Besitzermeldeadresse. Julia Wenning, sauber. Lars, sag nochmal, welche Adresse? Okay, abgefahren. Okay, danke. Tschüss, Herr Wenning. Hier. Ja. Okay. Noch ein Einbruch. Frau Wenning hatte wohl was zu verstecken. Moin, Volker, Sascha hier. Schick doch mal die Kollegen vorbei. Wir haben einen Einbruch in der Kesselschmiede 8. So, tschö. Karneval in Rio. Hier wird zu zweit gearbeitet. Vorzeigestudentin, perfekte Mutter und nebenbei Chantalle. Das musst du doch als Mann merken. Wissen Sie alles, was Ihre Frau so macht? Sie meinen, er erfährt, wie sie ihr Geld verdient, dreht durch und erschlägt sie. Das wäre ein Motiv. Sie werden Ihre Frau also erschlagen, wenn sie auf den Strich gehen wollen. Oh, Frau König, meine Frau geht mir auf den Strich. Genau das wird Wenning von seiner Frau auch behaupten. So, Herr Wenning, jetzt mal Butter bei den Fischen. Wir haben herausgefunden, dass Ihre Frau seit 4 bis 5 Jahren sich prostituiert hat. Es war Ihre Idee, dass Ihre Frau mit anderen Männern rummacht. Für Geld. Das ist totaler Quatsch. Meine Frau, die hat sowas nicht gemacht, niemals. Sie hat es gemacht. Wir haben Beweise. Meine Frau hat für Anwälte gearbeitet. Ja, für Anwälte, für Doktoren, für alle, die viel Geld haben und sie ficken wollten. Ich habe sie geliebt. Was haben Sie denn an ihr geliebt? Das viele Geld oder den guten Sex? Ich habe Julia nicht ermordet. Okay. Dann helfen Sie uns. Sie lügen noch gerade. Meine Tochter wartet. Herr Wenning, das ist doch jetzt bescheuert.
weiß, dass seine Frau Nutte war. Der weiß das. Ich muss immer weg. Jetzt? Ja, jetzt. Stein? Ich will nicht drängeln, ich weiß ja gar nicht, ob ich hier richtig bin. Vielleicht haben Sie gar nichts mit meiner Flucht zu tun. Ich habe Ihre Adresse von Falk bekommen. Sie haben die ganze Zeit geweint. Sie war noch ganz klein. Ihre Mutter kam zu mir. Es gab Sturm. Aber sie wollte ihren Plan nicht aufgeben. Ingrid. Ingrid? Ihre Mutter hieß Ingrid Wernicke. Ingrid Wernicke. Und mein Vater? Er sollte mit. Die Stasi hat ihn geschnappt. Bolzen. Meine Mutter ist dann ohne ihn. Etwas ist über Bord gegangen. Den Koffer. Ingrid hat versucht, ihn zu holen. Aber ja, sie war weg. Sie war weg. Ich war in einem Apartment. Was für ein Apartment? Ich hoffe, dass du bei deinen Sexspielen überzeugender bist als gerade. Darf ich mal? Oh ja, so viele Fingerabdrücke. Na, da haben wir schnell einen Abgleich. Ist ja gut. Haben Sie ein Problem damit? Nein, im Gegenteil. Halten Sie mal. Gerne. Warum haben Sie bei euch eingebrochen? Was gab's da zu holen? Weiß ich nicht. War vielleicht ein Junkie? Jetzt erzähl mir doch mal irgendwas, was mir hilft. Warum ging Julia anschaffen, wenn sie doch den Job in der Kanzlei hatte? Wir haben nicht angeschafft. Wir sind keine Noten. Ah, was denn dann? Eskortefrauen? Hallihallo, ich gehe mit dir in die Oper und danach schaffe ich dir ein Happy End? In so einer Kanzlei bekommt man höchstens 800 im Monat. Ich verdiene das Doppelte an einem Wochenende. Verstehe ich, umso weniger, warum man dann noch in der Kanzlei jobbt. Niemand sollte nichts davon wissen. Aber irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und das hat er geglaubt? Bei den Summen, die aufs Konto gewandert sind? Was hätte er denn sagen sollen? Sie hat die Familie ernährt. Du hast mich gestern angelogen. Du wusstest, dass sie ihn verlassen wollte. Ja. Sie wollte immer Franzi da lassen. Was? Wieso? Sie hat einfach viel zu früh dieses Kind bekommen. Steffen hat nichts auf die Reihe gekriegt. Und sie war in dieser Spießerhölle gefangen. Sie war mal ersticken. Ach, das tut mir aber leid. Und da lässt man einfach so ein Kind im Stich, weil man in der Spießerhölle erstickt, oder was? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das muss man sich vorher überlegen. Wir haben noch nie gehört, diesen Blödsinn. Wusste er, dass sie gehen will? Wusste er, dass sie gehen will, habe ich gefragt. Glauben Sie, er hat sie umgebracht? Weiß ich nicht. Wer soll es sonst gewesen sein? Wer war's? Wer war's? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Was weißt du denn? Weißt du überhaupt irgendwas? Die Quatze, ey. Mädchen, ich hoffe, du brauchst keine Scheiße. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann rufst du mich an, ja? Bukow ist mein Name. Verstanden? Gibt's doch alles nicht, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Alles in Ordnung, Frau König? Das Wetter macht mir ein bisschen zu schaffen. Ja? Ja. Ich habe interessante Neuigkeiten. Tja, sieht so aus, als hätte ich mal wieder einen richtigen Riecher gehabt. Dann schieben wir mal los, bitte. Die Empfangsfrau, die mir wenigstens alle wie beim ersten Mal bestätigt hat, ja, für eine Vertretung, die war an dem Tag gar nicht da. Ja, und das heißt, jetzt hast du dann mit der Richtigen gesprochen, oder was? Ganz genau, Tiesler. Ja, und war Wenning jetzt da, oder was? Yep, sogar mehrmals, um seine Software vorzustellen. Wenning wollte aber partout nicht einsehen, dass keiner mehr in der Firma was damit zu tun haben wollte. Er ist dann ziemlich laut geworden und die Security hat ihn rausgeschmissen. Der Termin ging maximal 15 Minuten. So wie zu Wennings Alibi. Hallo. Hallo. Ich wollte mal schauen, wie es euch so geht. Geht so. Wie geht's dem Franzi? Spricht nicht. Kommt nicht aus ihrem Zimmer. Ich kann ja mal nach ihr schauen, wenn du magst. Franzi. Ich hab dir was mitgebracht. Wollen wir mal? Frau König? Ja? Könnte dieser Stein Ihnen eigentlich helfen? Ja. Ja? Ja. Und, alles okay? Fragen Sie mich bitte nicht alle 10 Minuten, ob alles okay ist, okay? Okay. Du, Franzi, die Mama, die hat doch so ein kleines Buch. Mit so Blumen drauf. So groß ungefähr. Weißt du, wo das ist? Ich müsste mir das mal ausleihen. Das ist ganz wichtig. Ja? Franzi, die Mama hat gesagt, ich darf mir das ausleihen. Es gibt Lücken in ihrem Alibi. Sie müssen nochmal aufs Kommissariat. Ehrenwort. Was ist mit Franzi? Ich komme mit. Ich gehe nicht weg. Ich bleib hier. Herr Wenning. Ich bleib hier. Sehr albern. Hey, hey. Was machst du denn hier? Was machen Sie denn hier? Was machst du hier? Ich besuche Franzi. Ich habe das Gefühl, Stefan ist gerade ziemlich überfordert. Das ist aber ziemlich nett von dir. Es gibt keinen Grund, zynisch zu werden. Nein. Ich glaube dir nicht. Was machst du hier? Dein Problem, nicht meins. Tschüss, Franzi. Tschüss, Lisa. Tschüss. Das ist eine hübsche, wa? Kommst du mit auf meine Arbeit? Dein Papa kommt auch mit. Sie wissen, warum wir hier sind, ne, Herr Wenning? Wir waren bei Baltitec. Wir wissen, dass Sie da keine 15 Minuten waren. Sie haben uns angelogen. Sie haben kein Alibi mehr. Dafür haben Sie ein wunderbares Motiv. Ihre Frau wollte Sie und das Kind verlassen. Und Sie wussten davon. Sie haben ja keinen Cent verdient. Und Ihre Frau hatte Ansprüche. Ansprüche, die Sie nicht erfüllen konnten. Also hat sie ihren Körper verkauft. Vielleicht hat sie nicht mal was ausgemacht. Aber Sie wussten davon, haben nichts gemacht. Das finde ich so krass. Ne? Das nagt auch am Selbstbewusstsein, sowas. Verstehen Sie? So, wir haben überhaupt kein Problem damit, das hier richtig in die Länge zu ziehen. Franzi kommt so lange ins Kinderheim. Hey, Arschloch! Runter, sofort runter! Runter! Sofort hinsetzen! Was? Wie soll ich Franzi das denn später erklären, dass ihre Mutter eine Prostituierte war? Ihre Frau war eine Prostituierte, das ist die Wahrheit. Ja, ist ja gut jetzt. Damit müssen Sie jetzt leben. So, jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Sie waren von 9.05 Uhr bis 9.20 Uhr bei Baltitec. Wo waren Sie danach? Ich bin aus dem Termin gekommen. Ja? Ist alles schiefgelaufen. Was? Baltitec wollte ein ganzes Softwarepaket für Speditionslogistik von mir. Und dann ziehen die sich komplett zurück. Und der Auftrag geht nach Indien. Danke und tschüss. Und dass ich da Monate Arbeit reingesteckt habe und Tausende reingesteckt habe, völlig egal. Okay, gut. Und dann? Ich bin in eine Kneipe gegangen. Welche? Gelbe Katze. Ich wollte so nicht nach Hause. Nicht schon wieder mit leeren Händen nach Hause kommen. Wissen Sie, wie erniedrigend das ist?
Geld auszugeben, wofür die eigene Frau mit anderen Männern ins Bett gestiegen ist? Nein. Natürlich habe ich mir vorgestellt, wie ich sie zur Rede stelle, wie ich ihr eine knalle, wie ich... Ich habe nichts gemacht. Ich habe ihr nichts getan. Ich habe sie einfach hingenommen. Ja. Ja. Scheiße. Benning ist raus. Naja, vielleicht hat sich auch ein Freier gerecht, oder? Keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Dann hätten wir sie tot in ihrem Apartment gefunden. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, deine Meinung zu ändern. Warum sollte ich? Sag mal, glaubst du eigentlich wirklich, dass du Julia auch nur im Entferntesten das Wasser reichen könntest? Du hast weder den Stil noch ihren Verstand. Ich habe aber Julias Aufzeichnung und die DVD. Dir fehlt einfach das Talent, sogar zum Lügen. Der Kleine ist aber auch ein ganz schöner Bock, oder? Das ist auch mein Sohn. Muss sich halt durchsetzen gegen den Langen. Kripo Rostock, Kriminalhauptkommissar Bukow am Apparat. Hallo, Lisa Schöning hier. Hallo, womit kann ich dienen? Kehran, der Anwalt, bei dem Julia gearbeitet hat, das ist ein Kunde von mir. Und er hat Julia bei uns im Apartment gesehen, das war am 14. April. War der auch Kunde von Julia? Nein. Aber Julia war stinksauer, dass er sie deswegen rausgeschmissen hat. Und sie hat ihm gedroht, dass er es bereuen würde. Ich dachte, es ist vielleicht wichtig für sie. Ja, sehr gut. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Da ist sie dahin, die Prinzessin. Tja. Werde ich aber noch mal vorbeifahren. Ja, das wird ja eine Freude sein, oder? Der geht wieder. Danke dir. Herr Kehran? Oh, wollten Sie zu mir? Ja. Ich hab's eilig, meine Frau wartet mit den Kindern. Sie hatten gewerblichen Geschlechtsverkehr mit Lisa Schöning. Und? Das muss ich Ihnen jetzt nicht wirklich erklären, oder? Sie haben bei unserem letzten Gespräch zum Mord von Julia Wenning falsche Angaben gemacht. Was hat Lisa mit Julia Wenning zu tun? Sie haben Julia bei Lisa gesehen und sie gekündigt, weil sie als Prostituierte gearbeitet hat. Sagen Sie mal, Herr Polizist, was genau ist Ihr Punkt? Sie wurden am 14. April im Apartment an der Kesselschmiede mit dem Mordopfer Julia Wenning gesehen. Gut, okay. Ich war öfter bei Lisa und plötzlich stand da auch Julia. Und keine Ahnung, ob das der 14. April gewesen ist. Es war natürlich klar, dass die Wenning hier in der Kanzlei nicht mehr zu halten ist. Hatten Sie mit Julia Wenning auch gewerblichen Geschlechtsverkehr? Nein. Haben Sie sie erpresst, als Sie sie gekündigt haben? Nein. Wo waren Sie Mittwochmittag zwischen 11 und 1? Das ist die Zeit, in der Julia Wenning ermordet wurde. Hier. Es gibt genügend Zeugen, die das bestätigen können. Gut. Dann hätte ich gerne eine Liste dieser Zeugen. Bis morgen früh ins Präsidium. Mit Namen, Adressen, Telefonnummern. Ja? Frau König, ich glaube, Sie haben recht. Wir müssen Franzi konfrontieren. Nee, das ist, glaube ich, noch viel zu früh. Das verkraftet die noch gar nicht. Wieso? Entschuldigung. Volker. Und? Nee. Ist der? Ist ganz sicher? Na klar. Danke. Tschüss. Gerne ist auch raus. Das Alibi stimmt. Verstehe das nicht. Wieso schickt uns Lisa zu Kehran? Wieso kann sie den 14. April so genau benennen? Ich glaube, das Mädchen ist gerade dabei, so richtig Scheiße zu bauen. Frau König? Hm? Wir beide hören jetzt auf und ich lasse sie auf den Drink an. Meinst du das?
Ich bin's. Was gibt's? Die Polizei war gerade wieder bei mir. Kleine Mutter hat gequatscht. Ja, bei mir war sie auch. Und hat behauptet, sie hätte das Buch und die DVD. Was machen wir denn, wenn das stimmt? Dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Nee, das wird nicht passieren. Ich ruf dich zurück. Ich rufe sie vielleicht auch. Wieso der plötzliche Umschwung? Das Mädchen betreffend. Wieso der plötzliche Umschwung? Oh, so, da ist er. Kommen Sie, Frau König. Und wie sagt Udo Lindenberg so schön? Den Korb geben wir an der Garderobe ab. Oh, Herbert! Als wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Du jetzt mal Butter bei die Fische. Was sagt der Stein der Weisen? Ja, wir sind über die Ostsee geflohen. Meine Mutter und ich. Mein Vater ist aus dem Schautzen. Und meine Mutter ist über Bord gegangen. Und ertrunken. Ich meinen Kinderkoffer verloren habe. Was? Ich hatte so einen kleinen Kinderkoffer. Den habe ich nicht richtig festgehalten. Und meine Mutter, die wegen mir über die Ostsee geflohen ist, die ist hinterher. Und egal, wie kann man so bescheuert sein, so einen Koffer nicht festhalten, oder? Wie kann man so bescheuert sein? Ich weiß nicht mehr, was drin war in dem Kackkoffer. Sie waren vier. Ein bisschen geöffnet und dabei habe ich ihr dann geholfen. So Hacke. Was mit dir passiert? Oh, im Kater. Blackout gestern. Alles klar. Willst du einen Kaffee? Ja. Der Gar braucht auch einen. Kommt. Moin. Wow. War ein schöner Abend gestern. Sie werden sich doch noch erinnern. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich ein Film besetze, Sascha. Oh, nö. Ist da doch was gelaufen? Wann wird's? Wirklich? Gerade der U-Bericht vom Anruf bei Wenning. Die Faser, die du an der Tür gefunden hast, stammt von einer schwarzen Baumwollhose. Vermutlich eine Jogginghose. Markenvergleich läuft gerade. Mhm. Aus der Savantenkammer. Was ist das? Julia Wennings Privathandy.
anscheinend heute Nacht ein paar Mal geklingelt. Der Kollege hat es mir gerade hochgebracht. Wer hat angerufen? Keine Ahnung. Mailbox. Sie haben 6 gespeicherte Nachrichten. 1. gespeicherte Nachricht. Heute 0:16 Uhr. Mama. Mama, wo bist du? 2. gespeicherte Nachricht. Heute 0:41 Uhr. Mama, ich warte auf dich. Wann kommst du endlich wieder nach Hause? Ich habe die Mama überall gesucht und dann lag sie da und hatte ganz viel Blut am Kopf. Und hast du sonst noch jemanden gesehen? Hat sich deine Mama manchmal gestritten? Mit Papa, aber sie vertragen sich immer wieder. Hm. Hat sie sich auch mal mit jemand anders gestritten? Mit Frank. Frank? Euer Nachbar? Ja, wegen dem Gorilla, den er mir geschenkt hat. Und Mama die Blumen. War der Frank öfter bei euch? Allein? Franzi, was ist denn los? Die Mama ist wegen mir tot. Nein, das stimmt nicht. Doch, wegen mir. Nein. Deine Mama ist von jemandem auf den Stein geschubst worden. Du bist doch erst 6. Du kannst überhaupt nichts dafür. Du hast damit gar nichts zu tun. Kleine Kinder haben nie Schuld, wenn sowas Blödes passiert. Das musst du wissen, das ist ganz wichtig, okay? Du hast überhaupt keine Schuld, okay? Hallo, bitte. Ah ja, schönen guten Tag. Hallo. Oh. Sie waren der Liebhaber von Julia Wenning. Was? Oder haben Sie auch bezahlt, wie alle anderen Männer? Sie haben Julia Wenning Blumen geschenkt. Was ist denn daran ungewöhnlich? Unter Freunden macht man sich gerne mal eine Freude. Hey, das war ein Dankeschön, weil Stefan uns das WLAN eingerichtet hatte. Und die Blumen sind hier aus unserem Garten. Und Ja. Sie waren regelmäßig bei ihr. Meistens, wenn der Mann nicht da war. Zufall. So ein Quatsch. So waren Sie Mittwoch zwischen 11 und 1. Ja, da waren wir beide im Laden. Sicher? Ja, ganz sicher. Was soll denn das hier? Wer kann denn das bestätigen? Weiß ich nicht. Haben Sie Kameras in Ihrem Laden? Haben wir nicht nötig. Hm. Wo sind Ihre schwarze Jogginghose? Die ist in der Wäsche. Die hätte ich gerne. Und zwar jetzt. Vielen Dank fürs Erklären, Frau Prese. Timecode Minute 24:39 bis Minute 45:12. Reicht dir das als Beweis? Lisa, das führt doch zu nichts. Das ist ganz einfach. Ich erpresse dich und ich muss dafür nicht mal mit dir ins Bett wie Julia. Also, was ist jetzt mit den Unterlagen? Meinst du, ich hab die jetzt dabei? Um 21 Uhr in meinem Apartment. Mit den Unterlagen. Sonst bin ich morgen früh bei den Bullen und du findest dich zeitgleich im Netz. Guten Appetit. Warte mal, ihr habt gesagt, wenn Geld oben liegt, darf ich zuerst schießen. Andersrum! Dann verstehe ich nicht. Also hier, wenn Rot oben ist, dann hast du. Und dann Geld oben liegt. Hast, haben wir. Ja, und nicht bis in die Puppen aufbleiben. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Viel Spaß. Ja, danke. Also, wenn Geld oben liegt, dann haben wir. Wenn Rot oben liegt, hast du. Wenn du schießt, Was? Wo geht Mama eigentlich hin? Mit einer Freundin ins Kino. Hast du Stress mit ihr? Sieht so aus, ne? Wieso denn? Keine Ahnung. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf Fußball. Oh. Wir machen jetzt Popcorn. Ja! Ist der in der Küche ist? Oh, nein! Oh! Halt! Schön, dich zu sehen.
Ja, und Lisa? Schön, dich zu sehen. Was sagt denn eigentlich Sascha dazu, dass du mit mir essen gehst? Ich habe ihm gesagt, ich gehe mit einer Freundin ins Kino. Ich hatte das unglaubliche Bedürfnis, Sascha anzulügen. Weißt du was? Hat sich richtig gut angefühlt. Ah, das ist gut. So, hier ab, Zähneputzen ins Bett. Ah, da läuft ein cooler Actionfilm. Nix, der einzige Actionfilm, der heute läuft, ist, dass ihr ins Bett geht. Los, ab. Mann, jetzt ab ins Bett, bewegt euch. Hallo? Helfen Sie mir. Lisa, wo sind Sie? Apartment. In welchem Apartment? Wo? Wo ist das? Hallo, Lisa? Hallo? Jungs, ich hab Stress auf Arbeit. Ihr müsst heute mal alleine inspizieren. Das könnt ihr doch. Komm, ab ins Bett. Komm, beweg dich. Das könnt ihr morgen sauber machen. Komm, komm, schneller, Freund. Keine Zeit, so ein Späßchen. Ab. Hier ist aber Bett weg, gell? So. Ja, hallo, Frau König. Guck mal hier, ich brauch Sie. Jetzt, ja. Erklär ich Ihnen unterwegs. So. Wenn was ist, geht ihr zu den Nachbarn, ja? Und das? Lisa? 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 Oh, Leute, ey. Ja, König, hallo. Was? Wir brauchen Krankenwagen. Kessel, Schmiede, 8. Leblose Person auf dem Fußboden. Ja, sofort. Mach den Beeilung. Was? Ja, danke. Tschüss. Okay, Taxi ist da. Okay, dann danke für den schönen Abend. Ich hab's gar nicht richtig vermisst gehabt. Können wir gerne wiederholen. Gerne. Also dann gut Nacht. Selbstmordversuch. Mann, glaube ich nicht. Scheiße gebaut. Ja. Marc hat mich gebeten, ihn zu begleiten, damit ein bisschen Objektivität in die Sache kommt. Meiner ist. So wie zwischen Ihnen und Julia? Ich denke, wir sollten aufhören, Spielchen zu spielen. Wir sind doch hier, um uns zu einigen. Haben Sie das Buch und die DVD mitgebracht? Wer garantiert uns, dass es keine Kopie gibt? Herr Kehan, da müssen Sie mir wohl vertrauen. Hast du die Unterlagen dabei? Was habt ihr in meinen Trink gemischt? Das klingt nach einem Kampf. Nein, ich will nichts mehr trinken. What the fuck? Aber wo ist denn euer Vater? Der musste schnell weg. Arbeit. Was? Ab ins Bett mit euch, aber Dalli. Sie haben dieser Schönling eine tödliche Dosis Speed ins Glas getan und sie gezwungen, es zu trinken. Warum? Speed. Warum sollte ich sowas tun? Weil sie erpresst hat. Womit hätte sie mich denn erpressen sollen? Sex. Sie haben ja auch mit Julia Wenning geschlafen. Das stimmt nicht. Hat Lisa Ihnen das erzählt? Sie haben nicht mitbekommen, dass Lisa vorhin ihr Gespräch im Apartment mitgeschnitten hat? Marc hat mich gebeten, ihn zu begleiten, damit ihr ein bisschen mehr Objektivität in die Sache kommt.
Originalton Gerhan vor ca. 3,5 Stunden. Julia und ich hatten Sex in gegenseitigem Einvernehmen. Mehr war da nicht. Punkt aus. Sie waren Ihr Dozent? Das ist richtig, ja. Lecker. Sie bleiben hier, ich komme wieder. Kern sagt ungefähr das Gleiche. Sex ja, Erpressung nein. Ist ihm wohl peinlich, von Julia erpresst worden zu sein. Ja, das verstehe ich. Ist auch dämlich. Was gibt's Neues von Lisa? Besser, aber sie ist immer noch nicht vernehmungsfähig. Küche. Oh, super. Ah, war nicht einfach, das kann ich euch sagen. Die ganze Bude habe ich auf den Kopf gestellt. Hallo? Und jetzt ratet mal, wo ich es gefunden habe. Ja. Zwischen ihren Slips. Toll. Muss uns jetzt noch anschauen. Oh ja. Interessant, hm? Wahnsinn. Was für ein Aufwand, ey. Wir haben uns die DVD angesehen, die Lisa bei sich hatte. Julia Wedding hat sie erpresst. Das hat sie mit allen anderen, mit denen sie gevögelt hat, auch gemacht. Ich weiß, sie holen sich jetzt einen Anwalt. Muss das sein? Ich bin müde. Ich möchte wirklich einfach nur nach Hause. Schlagen Sie mir einfach, was gestern Abend im Apartment passiert ist, und dann sind wir hier fertig. Na gut. Dann bis morgen früh. Angenehme Nachtruhe. Wir wissen, dass Ihr Professor und Rechtsanwalt Kehrhan bei Ihnen waren. Wir haben das Diktiergerät gefunden. Sie wollten Professor Meiners erpressen. Er wollte mich umbringen. Und er hat auch Julia umgebracht. Wie kommen Sie darauf? Sie wollte ihn bei der Univerwaltung anzeigen. Und dann war sie tot. So habe ich ihn auch erpresst. Er sollte nicht einfach so damit davon kommen. Also ehrlich gesagt glaube ich Ihnen kein Wort. So, das ist so bescheuert. Morgen. Morgen. Immer noch keinen Anwalt? Gut. Was wollen Sie hören? Ein Geständnis. Was soll ich denn gestehen? Was denn? Versuchter Mord an Lisa Schöning und Tötung im Affekt von Julia Wenning. Wie bitte? Julia wollte sie erpressen, drohte damit, sie anzuzeigen, also musste sie sterben. Leider wusste Lisa davon, hatte sie in der Hand, also musste sie auch sterben. Zwei tote Studentinnen und der Saubermann wäre wiederhergestellt. Julia hat mich erpresst. Aha. Sie wollte Geld. Ja? Aber ich habe ihr nichts angetan. Nein? Und auf einmal fängt Frau Schöning auch noch damit an. Die wollte, dass ich beim Staatsexamen helfe. Die wollte kein Geld? Nein, ach Quatsch, sowas kann die doch gar nicht. Die ist nicht so wie Julia. Kern hat ihr K.O.-Tropfen ins Glas getan. Kern hat ihr K.O.-Tropfen ins Glas getan. Wir wollten, wo sind wir denn wir hier? Wir wollten das Buch und die DVD, mehr nicht. Und deswegen sind Sie in das Apartment dieser beiden jungen Damen eingebrochen. Als Professor der Rostocker Universität. Ja. Herr Bukow, kommen Sie mal. Okay, ich fange an. Hast du die Unterlagen dabei? Was habt ihr meinen Trink gemischt? Nein, ich will nicht noch mehr trinken. Habt ihr es gehört? Nee. Ich mach nochmal. Mach mal lauter. Hast du die Unterlagen dabei? Was habt ihr meinen Trink gemischt? Nein. Wunderbar. Nur die Stelle und richtig laut. Gemischt. Nein. Herr Olpertz, haben Sie es jetzt mal gehört, Herr Bukow? Ja. Die Aufnahme wurde gestoppt und später neu gestartet. Das heißt, er hat es manipuliert. Back to zero. Übrigens, Meiners hat den Einbruch gestanden. Du hast selber das Speed genommen und dich damit in Lebensgefahr gebracht. Gerne hat bloß ein paar K.O.-Tropfen ins Glas geschüttet. Der mir ja auf dem Gewissen. Nein. Nein? Nein. Alles andere haben Sie gestanden.
Lisa, du bist jetzt wegen Erpressung und Vortäuschung einer Straftat dran. Eigentlich. Eigentlich? Du bist jung. Sehr schön. Pass auf dich auf. Ich kann gerade nicht. Ich habe hier einen Kontoauszug von Frank Frese. Der hat 20.000 Euro von seinem Konto abgehoben. Was? Kurz bevor Julia Wenning ihre Wohnung in Hamburg angezahlt hat. Krass. Und das hier kam gerade von der KTU. Die Faser stammt nicht von der Hose, die Frese uns gegeben hat. Falsche Farbe, aber gleiche Marke. Alpintex. Und die gibt's nur wo? Bei Frese im Laden. Richtig. Ich denke, er hat seine Hose schon entsorgt. Ja, es kann aber auch jeder andere gewesen sein. Ist ein bisschen dünne für uns. Ach, Versuch macht klug, oder? Können wir Ihr Auto nehmen? Ich habe keinen Sprit mehr. Sehr gern. Ich habe mehr PS. Zack. Na, Herr Frese? Moin, moin. Hatten Sie bei Frau Wenning 20.000 Euro Schulden? Nein. Warum haben Sie die dann überwiesen? Achso, und die Faser von Ihrer Jogginghose stimmt mit den Fasern der Einbruchshose im Hause Wenning überein, richtig? Ja, ja. Das kann nicht sein. Ist aber so. Was wollten Sie denn von Franzi? Wollten Sie das Kind auch umbringen? Was? Nein! Ich wollte was holen. Was? Ein Brief. Ein Brief? Schreiben Sie Briefe? Liebesbrief. Ah ja. Sie hat eine Beziehung mit Julia. Ich wollte nicht, dass Sie den Brief finden und was Falsches denken. Was sollen wir denn denken? Dass Sie ein guter Mensch sind, ein rechtschaffender Bürger, der keine Fehler macht? Wo ist der Brief? Haben Sie ihn gefunden? Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht hast du ihn weggeschmissen oder so. Dann suchen wir den jetzt. Gemeinsam. Mitkommen. Die Mülltonne? Da vorne. Liebste Julia, Hanna hat herausgefunden, dass ich die Wohnung in Hamburg mit dir gekauft habe. Wir haben uns sehr gestritten und am Ende habe ich ihr alles erzählt. Lass uns zusammen nach Hamburg ziehen. Ich muss mit dir reden, ich liebe dich so, Frank. Keine Störung. Sie wollten alles aufgeben für Julia. Aber Julia Wenning hat das nicht interessiert. Sie hat ihren Brief in den Papiermüll geworfen, zu den Werbekatalogen und dem Klopapier. Da wird man wütend. Herr Frese, jemand behauptet, Sie hätten Julia Wenning vorsätzlich getötet. Raus! Hier wird ein Tatverdächtiger vernommen. Raus! Tag, Rechtsanwalt Zimmer. Herr Frese, hat man Ihnen rechtlichen Beistand angeboten? Das ist ja auch keine Festnahme, sondern lediglich eine Zeugenbefragung. Was denn nun? Eine Zeugenbefragung. Ja, was auch immer es ist, ist es vorbei. Frau Frese hat für die fragliche Tatzeit den Aufenthaltsort ihres Mannes bereits bestätigt. Herr Frese hat damit ein Alibi. Sollte es etwaige weitere Vorwürfe gegen meinen Mandanten geben, setzen Sie sich bitte mit meiner Kanzlei in Verbindung, ja? Herr Frese, wollen Sie das? Sie wollten uns gerade was sagen. Lassen Sie uns jetzt bitte mit meinem Mandanten allein? Nein! Jetzt. Nein, hier wird ein Verbrechen aufgeklärt. Raus! Fort! Nein! Raus! Herr Bukow, kommen Sie. Wir kriegen den noch so. Was sind denn Sie für ein Anwalt? Anwalt des Verbrechens? Oder was? Bukow, kommen Sie! Arschloch. Ja, ja. Du sagst jetzt überhaupt gar nichts mehr, ja? Es war erniedrigend genug, dass du dieser lotterwienerläufigen Hündin hinterhergelaufen bist. Ich bei diesem Blick in deine Tränen. Aber ich lasse nicht zu, dass durch deinen Schwachsinn mein ganzes Leben ruiniert wird. Alles, das, was
mir mühsam aufgebaut habe, das wirst du nicht zerstören. Hat dir das gehört? Niemand hat gesehen, was du getan hast, also kann dir auch niemand was beweisen. Du sagst jetzt nichts mehr. Dann bist du mir schuldig. Gut. Komm her. Jemand, Herr Frese, kann dann gehen. Ja, aber es wird Anzeige wegen des Anrufs erstattet. Wenn Sie meinen, dass damit irgendwem geholfen ist? Oh, da kann man ja jetzt schön nach Hause noch ein bisschen Rasen mähen. Der ist ja schon 1 Zentimeter hoch. Nur guck mal doch noch mal zu dem Schlafzimmerfenster der toten Frau, die man heimlich gevögelt hat. Bei dem Wetter wird doch auch wieder im Garten gegrillt, ne, Herr Frese? Schön mit der Frau, die man nicht liebt. Dann kann man einen von diesen 18 oder 19 Grills ausprobieren, die man im Mount Everest käuflich erwerben kann. Und nebenan im Garten sitzt dann die kleine Franzi. Vielleicht kriegt die eine Ruhe. Wissen Sie eigentlich, wie oft Franzi bei ihrer Mutter auf den AB gesprochen hat? 6 Mal. Mama, Mama, wo bist du? Mama, kommst du bald wieder nach Hause? Mama, Mama, ich brauche dich. Hör auf! Was denn? Was ist? Ich wollte es nicht. Das war ein Unfall. Halt die Schnauze! Sie sagen jetzt nichts. Ich hab sie geschubst und sie ist auf den Stein gefallen. Mensch! Tut mir leid. Du kannst mich machen. Sie sind festgenommen wegen des Verdachts des Totschlags von Julia Wenning. Kommen Sie bitte mit. Sie kriegen Ihre Rechte schriftlich vorgelegt. Sie können auch gern mitbringen, Herr Simmer. Ich habe was für Sie, beziehungsweise für Ihren Vater. Als Dankeschön, den Stein. Oh, das ist aber nett. Kristalli Wodka. Liebliu Eta. Ja, ich liebe es. Ja, immer. Ah. ich muss los. Ich hab doch Urlaub. Das fällt Ihnen ja früh ein. Ja, besser früh als nie. Tschüss. Tschüss. Hallo. Vivien? Vivien?